Hallo Freunde, kurz mal, Boss, kurz mal, wie du meine Freunde. Cashmo findet Bushido-Doku langweilig. Cashmo, ich kann's verstehen, Mann. Es besteht halt einfach nur aus, aus dieser Mitleidsnummer halt. Mitleid, Mitleid, er will nur Mitleid. Bushido, was ist denn los mit dir, Mann? In jedem einzelnen dieser Kapitel immer, ich bin das Opfer gewesen. Schau, war so gemein zu mir. Er hat mir eine Flasche an den Kopf geworfen. Er ist halt nur am Rumheulen, Mann. Irgendwie, er hat mir das verboten, er hat mir das verboten. Aber du hast nie deinen Mann gestanden. Du hast dich nie gewehrt, Mann. Digga, dann kassierst du mal halt eine von ihm oder so. Aber dann hast du jedenfalls deinen Mann gestanden, aber immer rumheulen. Ist doch schon ein bisschen armselig. Und dann irgendwie alles auf seine ehemaligen Label, Signings zu schieben. Ja, Samra war undankbar, ja, Cappy war undankbar. Nein! Die waren nicht undankbar, die hatten halt irgendwann keinen Bock mehr auf dich, weil du halt die ganze Zeit deine Unterdrückerrolle da gespielt hast. Sie hatte keiner Bock auf dich dann. Und das mit Arafat, dem hast du auch viel zu verdanken. Ihn so als den Teufel darzustellen, überhaupt, bisschen übertrieben, finde ich persönlich. Aber ihn konntest du einen auf Gangster machen. Natürlich kriegt er dafür auch ein bisschen Geld. Der ist nichts umsonst in mir. Ist dir doch klar, oder nicht? Sowas müsste einem doch klar werden, wenn man sowas macht. Aber seinen Mann stehen kannst du wohl nicht, ja? Okay, meine Freunde, es war's wie du von einem Boss. Aber nicht gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.